Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Torsagatot, beim Clan Las Tofus. Ich war gestern so ein bisschen im Globalen unterwegs und habe einfach mal meine Hilfe ganz speziell für die Clanspiele angesagt. Das heißt also, ich habe mich einfach hingestellt, habe dann gesagt, welcher Clan sucht Unterstützung bei den Clanspielen? Ich unterstütze ja. Und ich habe heute Morgen gedacht, der frohe Vogel fängt den Wurm. Eigentlich ist ja so ein Samstagmorgen für mich eher der frühe Vogel kann mich mal. Aber ich denke, die Clanspiele hier, die Minigames laufen ja nur einen Tag und dann will ich natürlich auch das umsetzen, was ich gemacht habe, beziehungsweise gesagt habe. Und wir wollen mit Golems angreifen. Ich habe also 3 Stunden Zeit, ist jetzt schon so ein bisschen rum. Ich habe mir das genommen, weil ich das Ganze natürlich immer ganz gern verbinde, nämlich mit dem Valkyrien-Event. Ihr seht es auch hier, habe ich noch nichts gemacht. Also gehen wir gleich in die Suche rein. Armee sollte fertig sein. Ich habe auch irgendetwas in der Clanburg und wir brauchen ja letztendlich, ja, A müssen wir gewinnen. Und B müssen wir nochmal gewinnen, nämlich Sterne, beziehungsweise wir müssen 2 Golems setzen. 2 Stück habe ich dabei. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel Tanks dabei. Müssen wir mal schauen, wie ich mich hier so durchschlagen kann. Und boah, wir können ruhig mal ein bisschen was Stärkeres natürlich mit dieser Armee hier nehmen. Denn mir fehlt natürlich vieles, also Gold, Elex, Dunkles. Ich kann alles gut gebrauchen und ich denke mal, den nehmen wir mal mit. Jetzt muss ich mal eben schauen, da ist die Queen. Ich komme nach wie vor immer ganz gern der Queen so ein bisschen entgegen und wir gehen hier einfach von hier oben rein, spammen hier jetzt auch unsere Riesen rein und nehmen auch die Riesen aus der Clanburg hier mit rein, dass die erstmal schön tanken hier. Und jetzt muss ich allerdings so ein bisschen zumindest hier aufräumen, bevor ich hier jetzt meine Helden reinschicke. Sonst entgleiten die mir. Und ich habe auch einen Sprungzauber, den setzen wir mal hier. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier auch die Walküren vor allen Dingen in die Mitte bekommen. Das gelingt mir ganz gut hier, glaube ich. So, da haben wir schon mal das Dunkle. Und in der Mitte hier heilen wir die einfach mal durch, die ganzen Truppen, vor allen Dingen die Walküren. Die habe ich im Moment gerade mal aus dem Blick verloren. Ah, da sind sie. Da sind die Walks. Okay, jetzt sind natürlich die Töpfe hier so rechts, links, außen. Und das ist natürlich nicht so schön. 2 Schweinereiter habe ich hier noch. Die setze ich hier mal rein. Jetzt muss ich der Queen hier, der King hier einmal durch diese Mauern beißen hier. Aber der hat unten, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ob der noch eine Valkyrie dabei hat. Queen ist mir ein bisschen entglitten. War aber, glaube ich, an der Stelle nicht so schlimm. Oh, hier sind doch noch Valkyren. Ah, da ist noch eine Valkyrie. Eine ist noch da. Gift habe ich jetzt gar nicht genommen. Hätte ich die Helden ja wenigstens mitgiften können. Aber ich glaube, die Truppen gehen auch so ganz gut. Da haben wir zumindest hier diese Base gut gemacht. Haben die 2 Golems vor allen Dingen gesetzt. Ich habe, glaube ich, genügend Valkyren gesetzt. Und, okay, die nimmt sich wenigstens da oben den richtigen Weg. Nicht, dass sie durch noch eine Mauer geht. So, hier unten tankt mein King. Und ich denke, die Lager kriegen wir noch. Boah, mal sehen, wie viel wir davon noch bekommen. Die Golems sind echt der Hammer. Also ich hatte jetzt ja keine Max-Golems. Die Golems sind auf 5. Und die können schon mal richtig gut was ab. Kann man da nicht anders sagen. Ich will wenigstens noch das Elex-Lager haben. Och, wieso geht denn die jetzt innen rein? Ja, manchmal möchte man, dass die Queen nicht außenrum geht. Dann geht sie außenrum. Jetzt wollte ich eigentlich nicht, dass sie innen rein geht. Jetzt geht sie nach innen. Die sollte mir eigentlich noch wenigstens das Elex-Lager holen. Ach, gut, okay. Das macht sie noch, aber der Goldpot, da bleibt leider stehen. Was sehr, sehr schade ist. Und die geht tatsächlich da weiter. Ach, okay, dann lassen wir sie mal nicht ganz auslaufen. Aber ich glaube, das ist so für den ersten Wurf hier ganz, ganz gut gemacht. Und oh, schon completed, jawohl. So geht das gut ab. Ich trainiere die einmal nach. Ich muss natürlich jetzt kurz mal, wie immer, weil ich es jetzt nicht gemacht habe, im Moment fordert keiner, einmal den hier rauswerfen, dann kommt der eine Zauber da oben nach, jetzt ist der Pfeil weg und ich kann die Truppe nochmal komplett nachtrainieren. Jetzt muss ich mal schauen, was wir so als nächstes machen könnten. Schleichschützen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, muss ich sagen. Und ich würde ja gerne weiter im Valkyrien-Event bleiben, deswegen glaube ich,
5000 Dunkles, das machen wir. Wir machen 5000 Dunkles hier weiter und machen einen kurzen Cut. Und dann machen wir sicherlich noch einen Angriff. Gibt es bestimmte Rituale, wie ihr euch so auf diese Spiele vorbereitet? Also ihr seht, Armee steht. Also das, was ich immer vor den Kleinspielen mache, ich mache hier keine Büsche und so weiter weg. Denn es gibt ja immer mal wieder so ein, ich glaube, so ein Sammelerfolg ist das. Und ja, der ist natürlich leicht, das sind leicht verdiente Punkte. Und deswegen so 2-3 Tage vorher mache ich erstmal gar nichts und sammle das Ganze so ein bisschen. Beziehungsweise sammel es nicht, sondern, oh, den könnten wir schon fast mitnehmen, sondern baue einfach nichts mehr ab in der Zeit und warte dann einfach, bis die Clanspiele da sind. Wenn die Clanspiele vorbei sind, dann mache ich meine Base wieder so ein bisschen sauberer. Und, ah, der hat einen Adler. Okay, da können wir uns ja auch mal, wir können uns ja auch mal an eine Base wagen, die auch mal einen Adler hat, glaube ich. Ich piesel mich aber auch immer an, muss ich sagen. Aber wir brauchen ja nur gewinnen. Wir brauchen ja nur gewinnen. Ich muss mal gerade gucken. Das ist ein Multi. Ja, den können wir entgegengehen. Den können wir schön entgegengehen. Ich muss jetzt nur mal gerade gucken, wo wir reinkommen. Mal sehen, wo die so hingehen. Okay, der geht nach da. Und der geht nach da. Okay. Dann können wir hier schon mal aufmachen, denke ich mal. Und ich habe jetzt so ein paar Magier mehr genommen. Denn eben, das war mir ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. So. Dann können wir die hier auch mit rein spammen. Ich muss sagen, oh, ich hab Buddler in der Clanburg. Jawohl. Buddler in der Clanburg. Das ist aber nicht schlecht. Und wir kriegen Besuch. Jawohl. Ach, dummer Wetter. Aber ich habe 2 Heilzauber dabei. So, ich musste mal eben so ein bisschen, ein kleines bisschen leiser werden. 2 Heilzauber dabei. Wir brauchen ja letztendlich nur gewinnen. So ein paar Ressourcen hat er natürlich hier. Keine Frage. Und er hat jetzt vor allen Dingen keinen Inferno mehr. Die müssten beide wechseln. Ich weiß gar nicht, ob es 1 oder 2 waren. Ja, ich denke mal, haben wir hier auch ganz, ganz nett gerockt. Die 3 Bogidamen, die können wir eigentlich hier hinten so ein bisschen an die Lager setzen. Und an die eine Kaserne. Und dann ist das hier, glaube ich, ja, die Base war jetzt auch nicht so stark. Aber ich meine, sie hat Ressourcen. Ich gewinne in jedem Fall. Kann die Queen noch zünden. Wo eiert die rum? Ah, hier unten. Die macht mal wieder tote Gebäude. Also Gebäude, die im Ausbau sind. Vorbildlich, aber ich kann sie jetzt noch jetzt schon mal zünden, denn es ist nur noch die Ecke da und ja, für 5000 Dunkles, da müssen wir natürlich noch einen machen. Okay, da kommen wir nicht rum. Naja, vielen Dank für die Buddler, die haben echt was gerockt. Okay, 1600, also es sind vielleicht sogar noch 2 Angriffe, müssen wir mal schauen. In der Zeit, was haben wir noch? 7 Stunden, ja, das kriegen wir in jedem Fall hin. Einvermeidlich nur 2 Stunden Arbeitstag heute auf dem Samstag bei einem Kunden brachte mich mal eben 10 Stunden dazu zu arbeiten und da habe ich natürlich, ich habe das Event hier verpasst, ich habe zwar ab und zu mal aufs Handy geguckt, aber auch ganz andere Accounts und die sind hier durch, ich habe hier nur 40 schlappe Sterne gemacht, aber naja, was will ich machen, ich nehme das Reward halt mit, ganz ganz billig, aber wir haben ja noch einen anderen Kollegen hier im Petto, nämlich den Chief, der Chief ist ja gerade so RH9, war ich jetzt auch 2 Tage nicht rauf und hier habe ich allerdings jetzt eben ein Clanspiel angenommen, denn die sind auch schon fertig. Ja, ich muss also ein paar Kobis setzen hier und 2 Sterne vor allen Dingen damit machen. Gar nicht mal so einfach. Ich habe hier natürlich eine volle Kobold-Armee gerade am Start und mal gucken, ob wir uns nicht irgendwo so ein Rathaus in der Mitte holen. Also ein 7er wäre mir natürlich ganz recht. Oder halt sowas richtig Schwaches, damit ich wenigstens auch hier ganz billig die Clanspiele mitnehme. Passt mir überhaupt nicht. Ihr wisst, das ist überhaupt nicht meine Art eigentlich, dass ich das so mache, aber wir könnten, glaube ich, den hier mal mitnehmen. Den nehmen wir mal mit hier. Dann setzen wir mal so ein paar unserer Bogis hier. Der ist ja mal gar nicht so schlecht. Da könnten wir, na, kriegen wir das? Ja, das kriegen wir schon mal weg. Dann will ich mal nur so einen setzen hier und so ein paar Kobolde hier hinter. Und hier hinten kriegen die ja gar keinen Beschuss. Das ist ja noch viel besser. Ich meine, wenn ihr euch das anseht hier mit welchen super Billigtruppen ich hier jetzt gerade dass die Ressourcen raushole, dann ist das echt der Hammer. Hier muss ich nur die beiden Minenwerfer eben mal ablenken. Dann kriege ich auch das hier hinten. Und die werden das wohl ein bisschen überstehen. Die schießen auf jeden Fall beide auf meine Riesen. Perfekt.
kann man mal wieder nicht anders sagen. Und dann würde ich aber sagen, wir sprengen uns jetzt gleich hier das Loch bei dem anderen Minenwerfer auf. Und dann will ich mal noch ein bisschen funneln hier. Ah, schade, das schafft der Bogenschützenturm auch. Okay, das schafft der Bogenschützenturm, aber den Rest schafft der Bogenschützenturm leider nicht. Und dann schauen wir mal, dass wir hier das Lager wegkriegen. Wir schicken hier Queen mit rein. Wir schicken mal den King hier mit rein. Und wir schauen mal, wo unsere Mauerbrecher hingehen. Ich setze mal noch nicht alle, aber unsere Kobolde sollen ja in die Mitte gehen. Okay, so, das ist schon mal da gewesen. Und hier hauen wir uns den Sprung rein. Denn hier sollen die Kobolde jetzt in die Mitte gehen. Ja, die gehen noch da zum Lager. Ah, jetzt peilen die allerdings das Außenlager an. Das muss erstmal weg, glaube ich, bevor ich jetzt so ein bisschen mehr noch in die Mitte schicke hier. Ich will auch gar nicht so viel Zauber oder so verbrauchen. Ah, jetzt peilen sie hier schön die Ecke am Rathaus an. Das nehmen wir natürlich mit. Gar keine Frage. Und dann ist das unser... Ach komm, das gönnen wir uns auch noch hier. Nehmen wir mal noch einen Wut. Die sind nämlich richtig schnell durch die Mauer da. Mal sehen, ob die nicht noch eine Mauer packen. Denn da ist nicht mehr viel Flächenschaden. Clanbruch schaffen sie noch. Sie schaffen noch... Jo. Ja, das packen die in jedem Fall. Und ich glaube, das können wir abbrechen. Dann verbraten wir unseren King hier an der Stelle nicht. Jo. Angenehme Ressourcen, würde ich mal so sagen. Und wir haben den Fortschritt sogar abgeschlossen. Ja, richtig. Wir haben ja 2 Sterne gemacht. Also auch hier das Clanspiel ganz billig gemacht. Ich denke, ich mache noch ein Clanspiel. Ich weiß nur noch nicht welches. 6 Sterne, 10 Sterne. Drachen ist mir im Moment ein bisschen zu teuer. Elex-Lager, oh, da muss ich mal gucken. So, ich muss noch eben so ein paar Minuten, nur ein paar Sekunden auf meine Armee warten. Versüßen wir uns einfach einmal einen Clan-Kriegsangriff hier so zwischendurch vom VfB GTA Marcy hier vom Clan Dead Reaper, wo ich immer noch mit dem Chief bin und sicherlich auch 1 oder 2 Clan-Kriege dann mitspiele, wenn meine Queen dann endlich auf Level 5 ist, denn ich möchte sie ja erstmal auf 5 haben, damit ich die Fähigkeit wenigstens habe. Denn ohne die, ja, kann man schon was machen, aber nicht wirklich viel. Und ich habe auch eben was Erschreckendes entdeckt. Werde ich euch vielleicht zeigen nach dem Kampf hier. Den wollte ich mir aber mal anschauen, wie man hier heutzutage im Rathaus Level 9 noch mit Valkyren rocken kann. Er hat 18er King, 18er Queen. Und optimal laufen die nicht. Der Funnel, ja, der Funnel ist einfach mit Valkyren schwer. Ist einfach mit Valkyren schwer. Und die gehen jetzt auch nicht wirklich rein. So ein paar Rennen außenrum, ein paar Rennen rein. Okay, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung für die Farmbase hier. Die macht man eigentlich, finde ich, nach wie vor mit Hox oder aus der Luft. Also mit Hox ist die auf jeden Fall, zumindest bei meinen 9er, immer ein 3. Egal wie stark die Base ist. Okay, da kommt jetzt so ein Troll-Tesla hier auf der Ecke. Da auf der Ecke nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Er hat schön außenrum ein paar Valkyren. 2 gehen immer noch nach außen weiter. Eine beziehungsweise 2 sind sogar, fressen sich hier jetzt auch noch von außen rein. Okay, das ist auch mal witzig. Da schlagen die eine Mauer fast durch und dann sehen die, oh, da ist ein Loch. Und dann gehen die doch erst dahin. Na, und in der Zeit werden die natürlich leider angeschossen. Aber hat er, glaube ich, ganz gut gemacht hier. Den Valkyrenangriff hat auch schön die Zauber eingesetzt. King kann jetzt hier noch, kann sogar noch gezündet werden. Das ist richtig cool. Und tanken tut allerdings jetzt, wer tankt denn eigentlich? Oh, die, guck mal. Der Magier macht das jetzt erst. Boah, ist das ein Sack gewesen. Habt ihr das gesehen hier rechts? Oh, eine Riesenbombe da. Naja, gut, aber er hat ja noch reichlich Truppen hier in der Base. Und Golem noch und auch 2 Valkyren hier hinten. Hat er wenigstens Lager hier. Das hat er auch nicht. Okay, nächstes Mal denkst du einfach dran, dass du ein bisschen was für die Ecken ruhig einplanst. Sonst könnte es mal ein bisschen eng mit der Zeit werden. Aber ich glaube, der war ganz gut hier mit dem jetzt eilig an den gekehrten Eilzauber. Damit kann man natürlich auch Eckentruppen überbrücken. Ja, schön gemacht, der schöne Angriff. Und dann fangen wir jetzt wieder an zu suchen hier. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe, ja, mal gerade hier reinschauen, ich habe noch ein Heldenbuch. Und morgen gibt es ein Heldenbuch. Also, denke ich mal, farme ich mir hier wenigstens den Pott einmal so weit voll jetzt heute. Nicht mehr im Video, aber kurz danach mache ich hier einfach mit dem Account weiter, sodass ich die dann auf 3 bekomme. Und dann habe ich ein Heldenbuch, um den auf 4 oder 5 zu ziehen. Mal sehen, wofür ich das nutze. Denn keiner weiß ja so genau, boah, der ist ja gar nicht mal so übel hier. Hat zwar ein bisschen wenig Dunkles, deswegen skippen wir den auch. Was haben wir denn eigentlich für eine Armee? Ah, ich habe hier die Event-Armee. Ja. Ich habe die Event-Armee mit ein paar Kobolden. Das ist perfekt. Event-Armee mit ein paar Kobolden. Und die ergänzen sich natürlich ganz gut, vor allem gegen so eine Base hier. Die müsst ihr eigentlich mitnehmen. Die muss ich mitnehmen hier. Jetzt habe ich gar keinen Sprung.
Okay, Sprung wird überbewertet. Sprung wird diesmal überbewertet. Dafür habe ich ja ganz, ganz viele Mauern. Ja? Und die Mauern sind hier jetzt nicht wirklich so toll. Wo gehen die denn weiter durch? Gucken wir mal. Jetzt kann ich natürlich ein bisschen doof funneln hier. Da müssen wir mal mit denen hier so ein bisschen funneln. Und mit denen hier. So, Queen setze ich jetzt mal. Und die restlichen Walküren hier rein. Gespammt, was habe ich in der Kleinburg? Ach, auch noch mal ein paar Walküren. Nehmen wir mit. Nehmen wir. Da kommt es jetzt raus. So, die nehmen wir mal mit. Und so wirklich viel Gegenwehr ist hier natürlich jetzt nicht für mein Rathaus 9er-Account. Muss ich mal so sagen. Hier heilen wir die kleinen Walküren mal durch. Das macht nichts. Das können wir hier an der Stelle ruhig machen. Hier können wir schon mal zwei Lakis setzen. So ein bisschen für ein Anfangs-Clean. Upp. Und ja, ein Zauber noch verbraucht. Ist nicht so schlimm. Wir haben, glaube ich, jetzt reichlich. Ich habe ja noch nichts frei hier. Nicht einen einzigen Bauarbeiter. Gar nichts. Also ich werde hier in jedem Fall weitermachen. Und zumindest lasse ich es heute mal mit den Clan-Spielen sein. Ich bin jetzt auch wirklich platt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich heute Abend nicht gestreamt habe, weil ich wirklich kaputt bin. Ich schneide euch jetzt das Video noch, dass ihr zumindest eine schöne Sonntagsfolge von mir habt. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Blech.